Jetzt will ich aber wissen, wer gewinnt. Ach, da spielt eine Elfe Fußball. Oh, da musste sich jemand übergeben. Jim hat beim Wettessen am besten geschlagen. Er hat eine Wochenration Hotdogs und das Recht zu prahlen gewonnen. Toll! Hotdogs, hat er die jetzt im Inventar? Er hat einen Hotdog, oder? Moment, wir gehen mal nach Hause. Zeig mal. Nee, jetzt fährt er erstmal umher. Ring. Oh, Jim ist krank. Jim hat sich wahrscheinlich bei seiner Schwester angesteckt, würde ich mal ganz mutig behaupten. Ah, nee, er hat eine Wochenration. Also eine Wochenration jetzt vielleicht nicht, aber ne? Ein paar. So, dann nach dem Schwimmen. Nee, Mäuschen, du solltest schon noch schwimmen. Das war ja dein Wunsch. Du bist zwar krank, aber schwimmen ist schon okay. Du hast deine Badesachen schon an, das ist dir hoffentlich klar. Jo. Telefonjunkie. Ach, Mäuselchen. Ups, was haben wir denn da? Rechnung und Post. So, dann packen wir mal den Kram hier hin, den wir hier nicht hinpacken können, weil schiefe Ebene. So. Und so. Dann warte mal auf deine Kinder. Die kommen jetzt nach Hause. Hey, da ist dein Brief für Galinda von Gustav Gusto. Ich habe geträumt, dass wir zwei zusammenkommen. Wirst du meinen Traum wahr machen? Nein, wird sie wahrscheinlich nicht. So. Feuerwerk anzünden. Kind, beiseite. Wow. Und jetzt ist er kaputt, okay. So, Moment. So. So, Moment. Dann hauen wir den mal jetzt in den Müll, hoffentlich. Oder auch nicht. Ach, der ist gar nicht hochgegangen. Offiziell. Ah, verstehe. Da gab es anscheinend ein kleines Problem. Ja, dann zünd den meinetwegen noch an. Ah, und da haben wir wieder das gleiche Problem. Das Beobachten funktioniert nicht. So, du gehst dann mal ins Bett. Im Bett von Jim wirst du mal schlafen. Ah, da müssen wir sie jetzt auch mal zurücksetzen. Das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Jo. Jo. So, Rebecca. Oh Gott, ich habe gerade schon das Schlimmste befürchtet. Warum ist sie denn kalt?
Wow, toll. So, das machen wir mal sauber und dann schlafen wir. Was ist hier? Ah, nee. So, das Feuerwerk ist jetzt erstmal erledigt. Lange werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr aufnehmen. Oh, wir haben hier wieder ein paar festhängende Sims. In 19 Tagen wird unsere liebe Galinda zur Dame, zur älteren Dame. In 7 Tagen werden unsere Kinder zum Teenagern. Schön, schön, schön. Schön, schön. Und bald können wir es uns auch leisten, diese tolle Freundebelohnung zu kaufen. Und heute müssen die Kiddies wieder zur Schule. Armen Kiddies. Ja, die Waffeln wirst du mal nicht frühstücken. Die sind ja jetzt eklig. Aber den Topf Surprise. Und Mami wird dann das verdorbene Essen ausräumen. Wenn sie mal irgendwann aufgestanden ist. So, Kinas. Schule ruft. Aber gut erzogen sind sie ja, ne? Die räumen auf. So, dann kannst du es noch. Kannst du noch das Bett machen? Kannst dann langsam mal aufstehen und musst eh bald zur Arbeit. Ach nee, gar nicht. Musst du gar nicht. Du hast halt frei. Schön, schön, schön. So, dann macht sie die Betten. Kann hier mal Reste essen. Nee, du kannst da mal Frühstück servieren und zwar Waffeln. Und dann machst du... Naja, ich warte mal, bis sie dann das Frühstück serviert hat, weil ich befürchte nämlich, dass sie dann nicht auf die Idee kommt, auch eine Portion Waffeln zu essen. Ne? Sie trägt immer noch ihren Ehering, ne? Ist ja schon irgendwie ein bisschen traurig. Ja, genau das meinte ich nämlich. Die fängt dann nämlich nicht an zu essen, sondern denkt dann, ach Mensch, ja, wir machen mal irgendwas anderes Lustiges. La 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 la. Okay, dann wird das aufgeräumt. Hier der Garten gepflegt. Und dann... Nein. Mein Stuhl knarzt. Komisch. Dann, was wollte ich denn dann machen? Wäsche waschen ist eigentlich in Ordnung. Gartenfähigkeit verbessern, nee. Rebecca Holt würde gerne nach der Schule zu Michael Heinrichs gehen. Das kann sie machen. So, dann üben, Beiserbrett. Yay! Jim ist schlank und Rebecca ist auf der besten Liste. Schön. Ausflug machen kann ich nicht beeinflussen. Wird die Schule beeinflussen. Zeig mal. Hast du jetzt noch? Genau, wir haben nämlich noch ein bisschen was, was wir hier reinschmeißen können. Du bist daheim. Komm mal nach Hause und dann machst du Hausaufgaben zu Hause. Und dann kannst du ein bisschen mit Bauklötzchen spielen. Sie macht Hausaufgaben mit, wahrscheinlich mit Michael zusammen. Michael Heinrichs. Boah, wie die hier wohnen, ne? Ist auch ein großes Haus. Ach, ei. Ei. So viele Etagen, das ist ja der Hammer. Davon kann sie ja nur träumen. Heftig. Ist richtig heftig gerade, ne?
Aber das hier ist auch saugefährlich, ne? Das hier? Ach nee, der zieht darüber. Okay, dann ist in Ordnung. Mit wem wohnt er denn sonst noch so zusammen? Also, das scheint seine Mutter zu sein, würde ich jetzt mal behaupten. Dann ist das hier seine Oma. War hier nicht gerade noch ein älterer Sim? Nee, habe ich mich verguckt. Okay, dann ist es doch nicht ganz so seltsam. Domino spielen. So, dann begrüße ihn mal freundschaftlich. Sie hat jetzt ihre Hausaufgaben erledigt. Bei ihm ist es ihr egal. Lustig. Grimasse schneiden, lustig. Lustige Geschichte erzählen, freundlich. Kennenlernen. Lustig. Fangen spielen. So, Jim hat genug mit Bauklötzchen gespielt. Weil mehr als Stufe 3 wird er nicht erreichen. Du kannst aber mal Hotdogs essen. Und dann die Banditen fassen. Und Galinda stinkt. Jo. Wunderschön. Galinda, ich bin sehr stolz auf dich. Vor allem, was definieren die denn schon als reich, ne? Das frage ich mich immer, wenn es heißt, Blablabla will einen reichen Sim kennenlernen. Was definieren sie denn als reich? Kompliment übers Haus machen. Wo läuft er denn jetzt hin? Mit wem spielt er überhaupt gerade Fang? Scheußliche Macaroni mit Käse. Ah, Rebecca darf nicht mehr lang da bleiben. Dann fährt sie jetzt halt nach Hause. Ah, es ist Wochenende. Bald. Oh, wer kommt denn da zu Besuch? Oliver! Oliver! Hey! Bin mal kurz so frei. Und... Nee, doch hier. Kauf mal einen Schlafsack, den wir hier so hinlegen. Vielleicht möchte Oliver ja hier übernachten. Was mit seinen beiden Hunden? Denen geht's hoffentlich gut. Und dann kannst du schlafen gehen. Hey, mein Neffe, mein Lieblingsneffe. Brioche, Zublart. Kasuni mit Papatu. Lahani. Worüber beschwert er sich denn? Über Monster. Ach so, ja, weil er wahrscheinlich. Ah, Kunadata, Kamat. Ach, Leute. So, was halten die denn alle von mir? Oliver, erzähl mal. Aber na wo, na wiz. Funitz, Dunor? Barzo, Quanikash, getan. Leitu. Das kann nichts Gutes bedeuten. In der Stadt erzählt man sich, Galinda Holt sei ein Drecksack. Zu viel gescheiterte Beziehungen und ähnliche unschöne Sachen. Ja, die Meinung der Leute über Galinda hat sich jetzt nicht unbedingt verbessert in der letzten Zeit. Aber das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das hätte mich irritiert, wenn es anders gewesen wäre. Zum Kochen geboren. Machen wir erstmal vorerst keine Rechnungen. Können wir im Moment gebrauchen. Nerplati? Sigarko.
Obanica too. Mm-hmm. Kann sie ihn nicht einfach fragen, ob er hier übernachten Nocha. Will? Burpsi Ibna Raza. Aha. Zuneigung ausdrücken. Wibnu Abicha. Team Mimsna. Siwu. Dinamadu. Steam. Shibadu. Sika. Nasorba. Subitawa. Ja, finde ich auch total lustig. Oh, Leon und Nessa haben geflirtet. Vielleicht geht da was. Man kann ihn echt nicht fragen, ob er übernachten will. Aha. Und er ist jetzt anscheinend eh weg, oder? Jo. Was war das hier? Achso. Okay. Dann. Das machen wir mal weg. Und das machen wir auch mal weg. Das brauchen wir nicht. Mit Michael anfreunden ist keine schlechte Idee. Obwohl ihr wahrscheinlich... Huch! Das ist anscheinend von allein passiert. Aha. Ach, hier ist wieder der streunende Hund, bei dem ich dachte, er hätte keinen Schwanz. Drei reiche Freunde finden. Mhm. Ach nee, doch nicht. Es war nochmal ein anderer Hund. Oje. Mit Galinda sprechen. Das kann er eigentlich mal tun. Dann. Reste essen, Waffeln. Aufs Klo. Hände waschen, duschen. Und dann. Puh. Könntest du ja mal was Sinnvolles machen, nicht wahr? Moment, ich will mir noch mal kurz seine Eigenschaften angucken. Athletisch. Nee, bei ihm passt das nicht. Passt, glaube ich, bei ihr viel mehr. Athletisch. Athletisch. Was können wir denn mit dir machen, Kind? Wir könnten ja ein Hüpfekästchenfeld kaufen. Feld. Dass wir hier nicht aufstellen können, weil hier alles so bapp ist. Ah, hier kann man es aufstellen. So, alleine wippen bringt ja nichts. Seine Schwester schläft noch, also... Aber er kann ja Hüpfekästchen üben. Und er will auch ein Spiel gewinnen. Das kann er eigentlich auch mal machen. So, du wirst dann... Ein Snack essen, Brot mit Marmelade und Mutti wird das gleich wahrscheinlich tun. Ach ja. Galinda hat's schon nicht leicht, ne Leute? Galinda hat's schon nicht leicht. Aber sie macht's eigentlich... Also sie meistert die Herausforderung einer Mami eigentlich ganz gut. Doch, ja. Macht sie schon gut. Ah ja. Er übt. Ah ja. Dann gehst du mal duschen und danach spielst du mal mit. Mama kann dann mal die Betten machen und hier aufräumen. Yep. Wunderprächtig. Dann kannst du den Garten mal pflegen und... Upsala. Und die Wäsche holen. Und dann gleich eine neue Maschine machen.